Na, du Rückrufer, Rückrufrufferin? Ich erkläre dir in 3 Schritten, wie der Rückruf garantiert funktioniert. Geht los! Go! Der Rückruf funktioniert bei dir noch so gar nicht? Kein Problem. Schritt Nummer 1: Verhalten herstellen. Dein Hund läuft auf dich zu. Du bestätigst mit hier. Und gibst ein Futterstück. Du hast natürlich jetzt so ein paar Leckereien schon vorbereitet und hast deine Futtertasche gepackt, wirfst eine Leckerei weg. Der Hund holt die Leckerei und macht sich wieder auf den Weg zu dir, um natürlich noch eins zu bekommen. Hier. Bestätigung. Futterstück fliegt und rennt hinterher, holt sich das Futterstück. Kommt wieder auf dich zu. Hier. Und Bestätigung. Mehr nicht. Du sagst nichts, wenn du das Futterstück von dir wegwirfst. Du bleibst absolut wirklich bei diesem einen Kommando hier und belohnst. Aber auch nur, wenn er auf dem Rückweg und wirklich zu dir ist. Wenn du meinst, guck dir an mir vorbei, weil vielleicht hinter mir irgendwas Spannendes ist, ein Vogel oder irgendwer, dann besser nicht. Besser einmal zu wenig bestätigt als falsch bestätigt. Ja? Also, das war Schritt Nummer 1. Ganz einfach. Futterstück fliegt, der Hund orientiert sich zu dir, du rufst das Kommando hier, etwas länger gezogen, das verstehen denn die Hunde besser. Oder am besten auch immer mehrere Silben hintereinander. Also hier ist eigentlich so ein Stoppwort, ja? So Stopp und Halt und eigentlich hier ist eigentlich nichts in der Bewegung. Besser ist, aber musst du nicht machen, so mache ich es. Also, ich habe es ein bisschen abgestuft, nur mal so am Rande. Hier ist zu mir. Oh, etepetete. So, aber hier. Dann sind die im Dauerlauf auf dem Weg zu mir. Vielleicht möchtest du das übernehmen, kannst du natürlich, aber fang erstmal mit dem ganz slowly hier an. Oder du kannst auch komm oder komm. Ja, also du wirst sehen, mit diesem schnellen, zackigen, da sind die Hunde auch so ein bisschen mehr auf Draht. Probier dir das mal aus und dann leg dich fest und dann nimmst du auch nur dieses Kommando. Wir sagen jetzt hier für hier. Schritt Nummer 2. So, dein Hund kennt jetzt schon das Kommando hier, weil du hast immer Futter weggeworfen und er hat es geholt und na, du konntest jetzt ein bisschen konditionieren. Was auch wichtig ist, ist das Anleihen, dass er sich daran gewöhnt, dass du jetzt nicht immer nur ein Futterstück wieder wegwirfst, wenn er da war, dann holt er gleich wieder ab, sondern jetzt geht es eine Stufe tiefer in die ganze Materie. Du wirfst dein Futterstück, er darf es holen. Er orientiert sich zurück, er will ja noch eins. Er kommt zu dir, du sagst wieder, hi. Toll. Ja, dann ist er bei dir. Du kniest dich runter oder beugst dich drunter, wie auch immer. Versuch nicht ganz so körpersprachlich dominant zu wirken, sondern eher so ein bisschen einladend. Ha? Das musst du mal üben. Ha? So, und dann so vielleicht nach hinten runter den Hund anleihen. Also es ist wirklich ein Unterschied. Also viele Leute beugen sich so über den Hund und der denkt so, oh, was habe ich denn jetzt so Schlimmes gemacht? Und Anleihen ist immer eine Bestrafung. Eigentlich ist es immer eine Bestrafung, aber wenn man das dann noch so gestikuliert, dann ist es natürlich noch schlimmer für den Hund. Also bleib ganz cool, einladend, hey, du freust dich ja, weil er ja gehört hat, ja, hier, so zack, und dann kommt er schon. Du nimmst ihn am Halsband, knippst ihn an, das ist fein. Knipst ihn ab, wirfst ein Futterstück, er darf es holen, kommt wieder zurück. Fahr hier, er kommt zu dir, du hältst am Halsband, knipst ihn an. 1, 2, 3, knipst ihn ab, halt ihn immer noch ein bisschen hier so fest, weil der darf nicht beim Knipsen losrennen. Das ist auch ganz wichtig, das solltest du auch von vornherein unterbinden. Also knipst und wieder ein Futterstück. Das machst du so lange, wie du Lust hast. Und du wirst sehen, das klappt doch immer besser. Und bis dein Hund auch sagt, okay, dann soll die mich mal hier schnell anleihen, zeigt dir vielleicht sogar den Hals so, mach mal hin hier, ich will halt das nächste Futterstück werfen, fangen und ja, so. Also mach mal hin hier und ja, los jetzt hier. So, verstehst du? So.
jetzt hast du das gut konditioniert. Dann kommen wir jetzt zum Schritt 3 kommen. Schritt 3. Schritt 3 ist natürlich jetzt noch ein bisschen komplizierter. Das bedeutet, du musst ein bisschen mit Ablenkung üben. Heißt, du wirfst ein Futterstück und überlegst dir, also nicht währenddessen, sondern schon vorher, was dein Hund so ein bisschen spannend findet. Nur so ein bisschen spannend, nicht super spannend. Also ein Fremdhund, eine Katze oder so. Wir fangen mal ganz langsam an und nehmen vielleicht hast du irgendein Kuscheltier oder einen Ball, was er jetzt nicht so toll findet. Was er eigentlich eher in der Wohnung liegen lässt. Das packst du ein, ne? Und dann übst du mit Ablenkung. Wirfst das Futterstück, er tendiert sich natürlich wieder zu dir. Du rufst hier und lässt einfach mal, er muss ja an dir vorbei letztendlich, also du könntest ihn jetzt noch blocken, lässt das Stück, also dieses Spielzeug, lässt du einfach mal so einen halben Meter hinter dir fallen. Und der Hund kommt und kurz bevor er gucken kann, was denn da ist, hey, toll, leinst an, leinst ab, bam, so. Und dann immer wieder. Du packst dein Spielzeug wieder ein und dann lässt es rollen. Du kannst es auch machen, indem du den Hund an dir nimmst, du hast ihn dann alleine, dann rollst du das Spielzeug zur Seite weg. Er denkt so, hat mich eh nie interessiert. Ja, dann leinst ihn ab, rufst den Futter und wenn er dann wieder auf dem Weg zum Futter ist, kannst du wieder bestätigen. So. Und dann übst du immer weiter mit immer mehr Ablenkung. Du kannst selber tanzen, singen und springen. Aber das wird eher den Hund wahrscheinlich auffordern, zu dir zu kommen. Noch besser als vorher. Also das ist eigentlich auch immer eine ganz gute Idee. Wenn er mal nicht so richtig hört, dann mach auf dich aufmerksam. Weil du hast ja, wenn du schon mal gerufen hast und du denkst, ach hey, jetzt hört er gar nicht. Dann mach irgendwelche komischen Sachen. Schon ist er bei dir. Also dann sei einfach kreativ mit der Ablenkung. Wie gesagt, du kannst einen Ball werfen. Du kannst also alles, was ihn nicht ganz so triggert. Du kannst auch Trockenfutter nehmen und du hast für eine Hand das viel bessere Futter. Also du kannst ihn auch mit einem Stück, ach keine Ahnung, dann nimmst du halt ein altes Brötchen. Ja. Aber alles muss er nicht so toll finden. Ja. Das kann man dann so ein bisschen mit einbauen und du wirst merken, Schritt für Schritt, der Rückruf wird auch immer besser und die Orientierung an dir. Probier das mal aus. Viel Spaß und schreib es in den Kommentaren, wie es so war. Würde mich freuen. Bis dann. Deine Dogma. Ciao. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.